Hier ein kurzer Überblick über Werkzeuge und Stylingprodukte für eine klassische Turnierfrisur. Zunächst müssen die Haare natürlich ordentlich gekämmt werden. Ich nutze dafür eine Bürste von Tangle Teaser. Diese Bürste ist dafür bekannt, dass sie mit jedem kleinen Knoten fertig werden kann. Es gibt viele Kopien, viele Imitationen von dieser Bürste. Ich habe zum Beispiel so eine, die keine originale Bürste von dieser Firma ist. Ob der Unterschied groß ist, kann ich momentan nicht sagen. Jedenfalls kann es jede beliebige Bürste sein, mit der du es hinkriegst, deine Haare sorgfältig durchzukämmen. Sind die Haare sorgfältig durchgekämmt und an der richtigen Position festgebunden, kommt die Zeit für eine glatte Oberfläche, und in diesem Moment ist kein Tanzstylist ohne diesen Kamm vorzustellen. Das ist der Kamm mit der integrierten Bürste. Ursprünglich ist der Kamm für die Färbung gedacht. Und die Bürste soll die Farbe in dem Haar gründlich verteilen. Wir brauchen die Bürste, um das Styling-Produkt, Gel oder Spray, in den Haaren zu verteilen und gleichzeitig die Oberfläche zu glätten. Es kann natürlich auf eine Kombination aus einem Kamm und eine Bürste zurückgegriffen werden. Man kann für die Glättung so eine Bürste nehmen, die ich auch für das Tupieren nutze. Es ist aber länger und weniger effektiv als der Kamm, der kämmt und bürstet, glättet zugleich. Zum Tupieren, zum Durchkämmen und für die Arbeit an dem gekrebten Haar nutze ich noch so einen Kamm. Da sind die Zähne relativ weit auseinandergesetzt und man kann die gekrebten Haare relativ leicht durchkämmen, und mit diesem Teil kann man kleine Härchen, die ein wenig abfliegen und abstehen, wieder in die Form bringen. Noch ein Kamm möchte ich vorstellen. Der wird selten genutzt, aber an einigen Haaren kann es wirklich Hilfe sein, wenn es mit der Bürste nicht klappt, eine ideale Glättung zu bekommen. Kann man auf so einen Kamm zurückgreifen. Das ist ein professioneller Kamm, und wie die Arbeit mit diesem Kamm aussieht, werde ich in einem Video auch zeigen. Allerdings ist es nicht bei allen Haaren nötig, und in meisten Fällen kann der Kamm mit der Bürste diese Arbeit vollkommen übernehmen. Und das wäre schon alles, was für eine Frisur benötigt wird. Im Prinzip kann man mit zwei Bürsten arbeiten. Es ist hilfreich, noch eine Bürste zum Tupieren zu haben und eventuell noch einen Kamm für das gekrebte Haar, wobei die Arbeit an dem gekrebten Haar schon nicht zum Bereich klassische Turnierfrisur gehört.